Er ist hier drüben! Oh, toll! Da drüben bist du! In Deckung! Verdammter! Bis dann! In Ordnung. Da ist er.
Noch einer. Das darf doch nicht wahr sein. Geh mal weg! Na gut. Jetzt zum Hafen. Hoffentlich ist das Boot noch da. Ja. Das müssen die Schiffsladungslisten sein. Sie sehen gut erhalten aus. Hey, komm mal her. Das ist es. Die Esperanza. Herkunft Callao, Peru. Ladung 800 Goldbarren, 1200 Silber, Smaragde, Goldmasken, Schmuck. Wow, du liest Spanisch aus dem 16. Jahrhundert? Doch nicht bloß ein Grabräuber, was? Da steht's. Goldstatue. Gewicht 20 Arobas. Das sind mehr als 500 Pfund. Das muss sie sein. Wow. Sieh mal an. Das Ding sieht unheimlich aus. Ha, danach kommt nichts mehr. Von jemand Bestimmten? Was? Oh. Ja, das kann man wohl sagen. Ich dachte eher, du hättest in jedem Hafen eine Braut. Schön wär's. Nein, der ist von... Es ist Francis Drakes Ring. Ich hab ihn quasi geerbt. Sic parvis magna? Großes aus kleinen Ursprüngen. Das war sein Motto. Schau aufs Datum. 29. Januar 1596. Ein Tag nach seinem angeblichen Tod. Und was sind das für Zahlen? Koordinaten. Vor der Küste von Panama. Ach, so hast du also den Sarg entdeckt. Ja, genau. Was Drake uns hinterlassen hat, ist ein Hinweis auf den Ort der Grabstätte. Ein Hinweis an jemand, der klug genug ist. Netter Versuch. Aber wir gehen schnurstracks zum Boot. Tja, ich fürchte, mehr als das hier kriegen wir wohl nicht zu sehen von Eldorado. Da sind sie! Er ist da drüben! Nein! Da! Nein! Ich sehe ihn! Ich sehe ihn! Verlier ihn!
Oh, ich sehe kein Boot, Nate. Die Chance haben wir wohl verpasst. Nein, da ist es. Auf der anderen Hafenseite. Komm. Hey, weißt du was? Warum bleib ich nicht hier und du kommst gleich wieder und holst mich ab? Okay, was hast du denn vor? Gar nichts. Ich will nur, hier noch ein paar Aufnahmen machen. Ich bin hier sicher. Na gut, klar. Aber pass gut auf dich auf. Bei was auch immer. Gehört nicht zu Eddie. Das kann doch nicht wahr sein! Was machst du jetzt? Du bist tot, Kollege! In Deckung! Ugh.
Schaff das alles an Bord. Hey! Los, mach schon, mach schon! Wo kommst du denn her? Das hier musst du sehen. Das kommt jetzt eher ungelegen. Nein, Nate! Was soll denn das werden? Das musst du dir ansehen. Hä? Hier. Was? Vergiss den Krater doch nicht. Achtung, Achtung und... Jetzt! Er lebt. Beeilt euch! Ich weiß nicht, Nate. Ich meine, vertraust du ihm wirklich? Er wird nicht gerade mit einer Waffe bedroht, nicht wahr? Ja, ich sehe es. Wir müssen hier wegfahren. Das ist wirklich komisch. Nein, Sully hat seine Fehler, aber ein Verräter ist er nicht. Wo sind sie hin? Nördlich. Ja, Richtung Berge. Okay, es muss das Kloster sein. Gehen wir. Und was, wenn er mit denen zusammenarbeitet? Er wird gerettet oder er kriegt eins auf die Mütze. Auf die Mütze hau ich ihm so oder so. Da ist er! Vorsicht! Ich sehe sie! Bringt ihn um! Wie kann denn so etwas passieren? Da sind Brandspuren. Aha. Jemand hat hier Pulver reingestopft, um alles in die Luft zu sprengen. Sei vorsichtig. Einige dieser Bretter sind verdammt morsch. Elena, das reicht nicht! Die andere Hand! Du musst sie loslassen! Komm schon. Gehen wir. Komm.